Let's head up to the ridge up there. Get a proper view. This way, Arthur. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Na gut, dass wir das neue Ding hier haben. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Ich stelle mir gerade anders hin. Die sind ja weiter da unten. Okay, und sie rennen jetzt weg. Jetzt haben sie Probleme, die einzufangen. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in, Club. You'll get the message. Yep, that's fine. All right. Was hat gewirkt? Let's go round them up. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Na, dann mal rüber da. Und das ist ja der eigentliche Job des Cowboys. Der ist ja eigentlich der Kuhjunge, ja? Der soll eigentlich die Herden zusammenhalten. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Das ist ja lustig. Wird mal gerne so ein Schaf. Wie cool das aussieht, oder? Mit der Schafserie jetzt. Das finde ich super nice. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Oh, das ist Milch aus der Herde. Keep them together. Wusste doch, dass der Felsen Probleme macht. Jetzt aber zackig. Jetzt machen wir den echten Job des Cowboys. Huch. That's more like it. Okay. Aua! Das war ich jetzt aber nicht. So, mit gleichbleibender Geschwindigkeit hinter den herraten, das ist der Trick. Ich finde das voll die coole Mission. Oh, oh, da wieder am Stein. Vorsicht. Sorry, das war ein Versehen. Diesmal war ich schuld. Ah, die Schnauze von Rossi ein bisschen angeschrabbelt. Tut mir leid, Rossi. Was ist hier mit der Klippe, ne?
Wenn man die nicht so sehr, genau. Vielleicht kommen bestimmt noch irgendwelche Wölfe oder so. Ich sehe es schon kommen. Was haben wir eigentlich für eine Waffe griffbereit? Ja, das kann ich so übel. Oder? Oder? Mal kurz. Wir klauen eine Schafherde. Ja, die bringen bestimmt gut Kohle, die Schafe, ne? Wieder ein paar schöne Dollar für die Kasse. Aber das kann nicht alles sein. Ja, zu schnell können wir nicht sein, weil die sind recht langsam, die Schafe. Am besten soll man in gleichbleibender Geschwindigkeit hinter denen her einfach. Das klappt doch ganz gut so. Genau. Sehr schön macht ihr das. Sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure. I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. We're paying. Go on now. Na, war ja ein Viehdiebstahl. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Okay, girl. Ja, doch wunderbar funktioniert mit der Schafseele und dem Viehdiebstahl. 10%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. No, we never really was. Aber guck mal, was Dutch von uns will. Der Chefe. Ja, heute stoßen wir aber auf zusammen, John. Muss bestimmt daran liegen, weil ich auch mal John gesteuert habe und der irgendwie meine Steuerung übernommen hat. In the end, I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromising. I fear it my... Gentlemen. Dutch, Lepo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have these men killed.
What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning the yarn, when I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vandalin, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another? Who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. Archibald Smith, a lay preacher. Yeah, das lief gut. Okay, ich würde mal sagen, wir wechseln erstmal die Waffe. Das Lancaster, das gefällt mir. Quatsch. Das ist der Mann. Ein Glück. Hier geht auch mal besser in Deckung gerade hier. Da sind mir jetzt noch einige gelaufen. Adioso. Da ballert er sie alle weg. Scheiße. Oh, vorsichtig. Da muss ich einen kleinen Sombrero-Tanz halten. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ja, ich will erstmal ausdünnen. Nice. Da ist doch irgendwo noch einer. Verdammt. Kann ich übertrieben. Der hat irgendwas geworfen. Könnt ihr mir mal den Rücken frei halten vielleicht ein bisschen, wenn ich hier den Strauß raushole? Ist hier kein Blumenstrauß. Der ist ein bisschen schwerer als Blumenstrauß. Verdammte Mission. Oh nein. Welches ist denn Johns raus? Da. Da vorne ist der Johnny. Okay, Alter, Johnny, du musst mal hier vorbei. Die Pferde drehen durch. Okay. Get him on the horse and let's go. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Sure. We can't stick around after this. Let's go! Sind die wahnsinnig? Was ich? Ich glaube, wir hauen ab. Komm. Komm schon, Rossi. Wir müssen abhauen. Vorsicht.
alles, was Deckung gibt, irgendwie nutzen. So. Streifschuss. So, hier kriegen wir uns nicht mehr. Oh, vorsichtig. Da geht's bergab. Halte mal hier vorne lang. Wir suchen uns die Schweine. Gehen wir ein bisschen planschen. Sehr schön. Wow. Was für... Hey, die besten Stunts. Wie schnell ist der denn da gerade geflogen? So schnell waren wir doch gar nicht. Okay. Ach, schön, Freunde. Guten Abend an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Warte mal. Unser Fell ist abhanden gekommen, ne? Unser Bison-Fell. Wo ist denn das hin? Ist in den Fluss gefallen oder hatten wir es gar nicht mehr drauf? Habe ich eben gar nicht mehr drauf geachtet. Verdammte Scheiße. Ja, Failstream. Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute passiert es irgendwie. Aber witzig. Ist ja ein schöner Lacher, ne? Warte mal, da ist es doch. Das ist ins Wasser geplumpst. Ja, Mann, da ist es. Ah, ist noch alles gut. Das muss nur mal gewaschen werden. Danke euch. Danke, Bode. So, okay. Wow, was eine Aktion, ey. Haben wir nicht einen Trapper in der Nähe oder so? Ah, die nächsten sind schon weit weg, ne? Und dieses Fell, das würde ich hier gerne loswerden. Strawberry. Da ist einer. Haben wir nicht noch einen aufgedeckt? Da muss ja noch einer sein irgendwo. Nee, ich glaube nicht, ne? Wir hatten aber zwei, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Der Trapper, da reiten wir mal vorbei. Da reiten wir echt mal vorbei, Leute. Oder? Also, jetzt nicht direkt. Ja. Oh, New Hanover. Was für ein Zufall, dass wir jetzt da auch ein Kopfgeld haben. Mal wieder. War eine krasse Eskalation, wie wir da durch die Stadt gepiest sind, ne? Der Pferdeunfall. Das wird noch viele Pferdeunfall-Clips geben, glaube ich, Leute. Guck mal, dann machen wir es jetzt ganz trickreich. Mega die Abkürzung. Ha. Rossi braucht eine Brille. Oder ich, ne? Aber manchmal dreht man sich gerade auch so und dann siehst du halt so einen Felsen. Jetzt hier so sieht man das manchmal gar nicht so schnell. Wie man schon über den Bordstein kannte, dann im wahrsten Sinne des Wortes fällt. Vor allem sind wir auf dem Tempo so unterwegs hier teilweise und damit meine ich nicht die Tempo-Taschentücher. Ha, ha, ha. Aber der Fluss sieht so mitreißend aus. Oh, wer weint denn da? William. William. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Strutting around. Nose in the air. Holding hands. Ich glaube, der hat Liebeskummer.
Könnten wir noch verärgern, natürlich. Aber nachher kriegt er wieder auf die Fresse und dann haben wir den nächsten am Gewissen. Wollen wir auch nicht. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, wir könnten mal wieder was essen eigentlich, ne? Oh, mit Thymian. Gut, dass wir immer so schön leckere, würzige Sachen finden. Ich hab so eine doppelte Portion von. Alter, dabei lecker schmeckt. Lecker, lecker schmecker. Hey Leute, alles gut bei euch? Haben wir ja nochmal Glück gehabt, aber der einen Nummer. Zeig ich auch noch irgendwelche Nebensachen? Ich glaube, wir haben echt alles gemacht, ne? Heiliger Bimbam, du, dass ich mal alles mache. Wie kann man eigentlich Sendungen verschicken? Das wird ja im Online-Modus dann super interessant wahrscheinlich noch, ne? Wir können mal wieder unser Lager ein bisschen aufmöbeln. Wir spenden das Bisonfell, oder? Was spenden oder selber verkaufen? Bevor jetzt zum Trapper rein. Das perfekte Bisonfell, das ist richtig was wert. Da werden sich die anderen aber freuen, sage ich dir. Oh, irgendwie haben die zusammengepackt. Hey, was ist denn hier los? Leute. Seid ihr euch sicher, dass ich hier... Ja, den wollte ich gerade spenden. Thanks again for coming fishing with me. I wish those mean men hadn't ruined it. Don't worry about them, okay? Okay, ich würde sagen, hier ist irgendwas los. Scheinbar ziehen wir weiter. We keep heading east. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find some. Na klar, nach den Ereignissen, die jetzt passiert sind. This is lying low. Turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Nun gut, wir wollen weiterziehen und das scheint die einzige Lösung zu sein. Wenn natürlich Dutch befolgen. Okay, then, girl. Dewberry Creek. Bist du bereit? Dann mal los. Hol mal noch die Karte raus, wo das denn so schönes liegt hier. Aha, da vorne. Da, wo mal kein Kopfgeld ausgesetzt ist, hoffentlich. War schön hier in der Ecke um Valentine. Na, hat mir ganz gut gefallen, das Lager. Schade, dass wir weg müssen. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. And fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Hold up a second. Come on, we gotta stick together. So, what were you talking about before? Gut, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwalls, man. Da will ich nämlich noch meine Tierhaut liegt da noch. Da gehen wir nochmal kurz zurück, habe ich liegen lassen. Vor lauter Euphorie mit der ganzen Gesamtsituation jetzt hier. Aber das wollte ich natürlich nicht. Gut, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. So.
Na komm, das Fell würde ich gerne noch mitnehmen, bevor wir das hier liegen lassen und das nachher ein anderer verwertet. Ja, ich komme ja sofort, Mann. Hier, guck mal, was das für ein schönes Stück ist. Perfekt. Du, treff du mal so ein Bieser auf den Kopf, ne? Ich will das ja nur mal sagen hier für die anderen jetzt hier, ne? Der gute Charles, der da schimpft jetzt, dass wir nochmal zurückreiten mussten. Bossi, komm ruhig was näher. Kannst mir tragen helfen. Ja, so nah traut sich Rossi gar nicht hier ran ans Lager. Oh. Wen schwörst du denn deinen Kopf? So, das muss sein. Das schleifen wir noch in 200 Jahren mit uns. Okay, los geht's, Charlie. So, jetzt nochmal neu markieren hier. Zack. So, das ist doch ein guter Wegpunkt. Let's go. Auf im Galopp. Mit dem perfekten Bisonfell. Wenn wir jetzt da unser neues Lager machen, dann sind wir sowieso näher beim Trapper, glaube ich. Lohnt sich das auch wild zu jagen. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country. But now, there's Pinkertons. Better paid bounty hunters. I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah, they've certainly got money behind them. They've got hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Okay, hier soll jetzt das neue Lager sein. Hm, ganz schönes Sumpfgebiet, ne? Hey, wo ist Hochwasser? I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Oh. Der lag wahrscheinlich vorher im Fluss, oder? He's been shot. Looks like trouble got here before us. Hmm. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. Alright, Charles, let's go take a look. Gut, Rossi. Boah, erstmal ein bisschen weiter Waffen hier. Was nehmen wir denn heute mit? Das Springfield-Gewehr fand ich sehr sympathisch eigentlich. Was ist eigentlich besser, das Springfield oder das? Springfield ist schon ziemlich gut. Die sind aber beide gut. Nehmen wir das hier mit. Und als Zweitwaffenalternative gönnen wir uns heute den Lancaster. Gute, solide Waffe, weil es eng wird. You see there? Tents and a wagon. Brauchen wohl nicht mehr. Okay, well, let's have a look around and make sure. Where is everybody? Maybe they heard us come. Be careful. I'm being careful. Und die haben mir Dosengemüse hier gelassen. Das kann doch nicht gut sein. Oh.
riecht der da? Nehmen wir lieber eine andere Waffe in die Hand. Someone's been here. It's okay. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. So eine Familie aus Bayern, sieht man doch am Jungen hier, dem Hut. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Ja, Mann, das ist so lustig, wenn die spielen Deutsch reden. Und danke nochmal an Omex für den Sub bei Twitch. Danke dir. Vielen, vielen Dank für den Support. Willkommen in der Crew. Again. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait a second, just want to look closer here. Okay, looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons, anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Wait, just let me make sure this is right. Yeah. Voll schön. Sieht so cool aus. Sorry, Rossi. Einmal an dem Stein ein bisschen kratzen, wisst ihr? Continues along the shore here. Oh, yeah. Where were we? Ah, that kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Entschuldigung. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. But Jack... Think this is the right way? Give me a second. They carry on along this trail. Now, as I was saying, when Jack was real young, a long while, a year ago. He did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Das ist mysteriös. Sehr mysteriös.
war nur ein sehr auffälliger. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Hätte mal noch Hilfe. Quick. Cut him free and let's get out of here. Hilfe. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle, Vorsicht! Take cover! Three coming right at us! What the hell do you think you're doing? Okay. What are we doing? This ain't even our goddamn fight! They're all of them? Doesn't look like it. Wie viele kommen denn da wieder aus ihren Löchern, Conny? Das wäre eine kleine Bande, verdammt. Okay. Yeah, du dreckiger Spatz. Ich würde gar nichts sehen. Ich sehe überhaupt keinen mehr. War's da, oder? Well, that's done dealt with. You get him on time, we'll see what they've left behind for us. Okay. Fing's auch voll an zu regnen, man sieht überhaupt nichts. Schneiden Sie das Seil durch, bitte! Schneiden Sie das Seil durch. So witzig, ne, wenn man Deutscher ist selber und dann, ich verstehe die Sprache nicht. Oh, was für ein Witz. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um, das ist nur ein Baumstumpf. Okay, komm. Cut him free. Let's get him back to his family. Warte mal ganz kurz, der kann auch ein bisschen gewaschen werden. Es sind alle weg. Bitte, lass mich gehen. I thought you wanted to get this over with, Arthur. Ja, gleich. Gleich immer mit der Ruhe. Boah, guck mal das Wetter an, was für ein geiles Sauwetter, Leute. Hammer. Atmosphärisch. Icy Baby, danke schön für dein Tier 3 Sub sogar. Mensch, Mensch, vielen, vielen Dank für den Support. Willkommen in der Crew und ganz, ganz viel Küsschen, Liebe und alles, was dazugehört. Haut mal hier. Boah, danke schön, Ice. Danke schön. Oder Icy. Vielen Dank hier für den Support bei Twitch. Mille grazie. So, befreien wir den mal. Komm. Okay, getting you out of here. Liegt doch ein fettes Messer auf dem Stuhl, ey. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Na dann komm mal mit, hm? Das Problem ist, wir haben eigentlich unser, wir können den nicht, verdammt. Ach, jetzt haben wir den Typen hier an der Backe. Okay, dann lernen wir uns erstmal kennen, ne? Ne? Mit mir reden willst du nicht? Ne? Na dann, muss ich jetzt wegen dir mein Bisonfell hier lassen? Das ist eh runtergefallen, okay. Spring drauf. Come on, I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Yep. Genau, du sollst mitkommen, mein Lieber. Oh, guck mal, da liegt noch ein verstreutes Pferd. Da vorne ist die Familie. Da sollten wir auf jeden Fall einen Weg querfeld einnehmen, würde ich sagen. Entschuldigung. Also ein paar kleine Unfälle passieren mal. Da hat man so einen kleinen Flug platt getrampelt dann. Aber wir haben auf jeden Fall hier ein bisschen abgekürzt. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen.
How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu deiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Idiot. Nun nochmal, komm. Adi West. Yeah. Müsste doch eigentlich der kürzere Weg sein. Ich weiß gar nicht, warum das Navi mich nicht umleitet. Wenn ich jetzt hier hochreite, hoffentlich kenne ich das aber. Ach, diese schöne Gitarrenmusik wieder. Dankeschön, Feuerlob, ihr seid süß. So. Da sind wir auch schon. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge. Mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Ramos, alles klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! Ah, dem gehört eine Goldmine, Goldmine, das hättest du auch verstehen können, oder? Heilige Scheiße, wie geil das war.